Nächste Rednerin ist Karin Greiner von der SPÖ. Sie ist die Rechnungshofsprecherin. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor ich zur Sache komme, begrüße ich sehr gerne eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Polytechnischen Schule Rottenmann aus dem Bezirk Liezen im Namen unseres Abgeordneten Mario Lindner. Willkommen! Es bleibt nicht so erfreulich, weil die Bundesregierung hat das Budget leider nicht im Griff. Seit Jahren nicht, und das manifestiert sich jetzt leider mehr als deutlich. Das Defizit steigt. Wir halten mit Stand April dieses Jahres bei einem Defizit von 12 Milliarden. Wir steuern bis Jahresende auf die 20 Milliarden zu. Sie erinnern sich an die letzte Plenarsitzung im Mai. Da wurde ein 900-Millionen-Euro-Paket auf die Reise gebracht an Förderungen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Förderungen sind gut und sind wichtig. Sie müssen ausgeschüttet werden. Das ist gut, wenn der Staat unter die Arme greift. Aber wir müssen wissen, ob das sinnvoll ist, ob das bei den Richtigen ankommt, ob die Höhe stimmt, ob sie wirksam ist. Und vor allem ein Punkt, der für uns massiv Kritik bedeutet, und das tun wir schon lange, dass wir das deutlich sagen. Wo ist die Gegenfinanzierung? Da werden 900 Millionen ausgegeben und wir wissen nicht, wo die dann wieder herkommen sollen. Und Sie können jetzt noch so viel zwischenrufen, diese Gegenfinanzierung fehlt und es ist unverantwortlich. Wir sprechen bei diesen 900 Millionen Euro unter anderem auch von Landwirtschaftsförderungen. Und lieber Kollege Obernosterer, wir schätzen die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern wirklich sehr. Aber ich glaube, auch für die Bauern ist interessant, ob die Förderungen, die ja auch sie einzahlen, wieder sinnvoll ausgegeben werden. Ja, das ist doch ein Grundrecht der Steuerzahlerinnen, dass sie wissen, ist mein Steuergeld gut aufgehoben in ihren Händen? Ich muss sagen, leider nein. Und das ist unsere Aufgabe, das doch aufzuzeigen. Und ich möchte schließen, mein Kollege Jan Greiner hat es bereits deutlich gesagt, die Gegenfinanzierung, die hat da zu sein, sie fehlt. Und das ist Ihre Verantwortung, das ist die Verantwortung der Bundesregierung. Und ich darf enden und berichten über die Diskussion mit dem Präsidenten des Fiskalrates in unserem Budgetausschuss. Er sagt, gerade in Zeiten wie diesen sollten keinerlei Maßnahmen ohne Gegenfinanzierung erfolgen. Das Problem liegt in der Konsolidierung der nächsten Jahre. Ein- und Ausnahmenpfad müssen wieder besser aufeinander abgestimmt werden. Zitat weiter. Wir müssen konsolidieren. Der Fiskalrat sagt aber nicht, durch welche Maßnahmen. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Sehr geehrte Damen und Herren, die Gegenfinanzierung anschaulich darzustellen und überhaupt einmal eine vorzulegen, ist die Aufgabe der Bundesregierung und des Finanzministers, weder die Aufgabe des Fiskalrates noch die Aufgabe der Opposition. Die Bundesregierung hat diese Aufgabe leider gar nicht erfüllt, überhaupt nicht erfüllt. Sie hat Baustellen produziert auf Kosten der nächsten Bundesregierung nach dem Motto, hinter uns die Sintflut. Österreich hat das nicht verdient. Danke.